Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Herr Schneider, Sie werden überrascht sein. Ich teile Ihre Auffassung. Dieser Antrag ist einmal mehr Ausdruck Ihres Politikstils. Haben Sie recht. Aber erst kommt in den Haushaltsberatungen von Ihrer Seite lange Zeit gar nichts. Und dann denken Sie sich in einer Nacht- und Nebelaktion Wahlkampfversprechen aus. Genauso plötzlich stellen Sie fest, dass mit den im Land durchaus vorhandenen gesetzlichen Regularien Ihre Wahlkampfversprechen ja gar nicht mehr rechtzeitig vor der Wahl umzusetzen sind. Also denken Sie sich wieder etwas Neues aus. Ein Haushaltsumsetzungsgesetz. Klingt gewaltig, könnte aber auch Ausschüttungsrundenumsetzungsgesetz heißen, ist aber trotzdem nur ein Artikelgesetz, unter dem Sie jetzt alles subsumieren, was Sie noch schnell geändert haben wollen. Und es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Sie die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger von Institutionen und von Bündnissen gar nicht wollen. Sie schreiben ein Haushaltsumsetzungsgesetz, aber diejenigen, die es dann umsetzen sollen, erfahren von ihren Absichten aus der Zeitung. Die von diesen Gesetzesänderungen Betroffenen. Frau Kollegin, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Meine Herrschaften, da ist ein Gemurmel im Saal und ein ständiger Geräuschpegel. Wenn Sie etwas zu besprechen haben, tun Sie es draußen oder hören Sie bitte zu. Das zeugt doch von dem Interesse, was in diesem Haus für die Wahlkampfversprechen und deren Umsetzung vorhanden ist. Aber gut. Fakt ist doch aber auch, dass die von diesen Gesetzesänderungen Betroffenen von Ihnen überhaupt keine Chance bekommen, sich angemessen an dem Prozess der Erarbeitung dieser Gesetze zu beteiligen. Und auch inhaltlich ist Ihr Haushaltsumsetzungsgesetz nicht der große Wurf. Erst lehnen Sie alle Anträge der Opposition zur Qualitätsverbesserung in den Kindertagesstätten ab und kurz vor Toresschluss kommen Sie dann doch mit einem eigenen Antrag um die Ecke. Toller Schritt. Berlin investiert in die frühe Bildung, hieß es in der Beschlussfassung. Offen blieb aber das Kleingedruckte. Was kann man für 22,5 Millionen Euro in 2016 und 49 Millionen Euro für 2017 bekommen? Nun liegt uns Ihr Vorschlag vor. Und er ist enttäuschend, selbst gemessen an den geringen Erwartungen. Es werden Jahre vergehen, bis die Verbesserungen, insbesondere in den kleineren Einrichtungen, wirklich spürbar werden. Erst 2019 wäre das Ziel erreicht, ein Kind weniger pro Altersgruppe bei den Kleinen zu betreuen. Im bundesweiten Qualitätsvergleich behält Berlin also auf weitere Jahre die rote Laterne. Schade, dass Sie den Eltern in unserer Stadt nicht zugehört haben. Da hieß es klar und deutlich, erst Qualität, dann Beitragsfreiheit. Nun kommt beides und nichts richtig. Das ist fahrlässig. Vor allem, weil Senat und Koalition nichts dazulernen. Da wird schon wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben mit der Beitragsfreiheit für den Hort. Ja, wir sind doch dafür, aber auch hier muss zuerst die Qualität in den Fokus. Und die Bezahlung für den neuen Beruf des Notfallsanitäters wollen Sie in Ihrem Haushaltsumsetzungsgesetz gleich noch mitregeln. Dieser Beruf wurde bereits am 1. Januar 2014 per Bundesgesetz eingeführt und ersetzt den bisherigen Rettungsassistenten. Die Länder haben dies einzeln in ihrem jeweiligen Beamten- bzw. Laufbahnrecht umzusetzen. Und hier wenigstens hat Berlin schon gehandelt. Seit dem 1.9.2015 befinden sich 18 Auszubildende in der dreijährigen Berufsausbildung zum Notfallsanitäter. Diese werden ihre Ausbildung voraussichtlich im August 2018 abschließen. Darüber hinaus werden 120 Rettungsassistenten demnächst ihre Ergänzungsfortbildung zum Notfallsanitäter abschließen. Und 51 Angehörige der Berufsfeuerwehr haben die Ergänzungsausbildung erfolgreich absolviert. Notfallsanitäter müssen eine umfassendere Ausbildung absolvieren als die bisherigen Rettungsassistenten. Letztere können durch eine Zusatzqualifikation auf den neuen Beruf umsatteln. Folgerichtig erledigt der Notfallsanitäter mehr und verantwortungsvollere Aufgaben im Rettungsdienst und muss dementsprechend besser bezahlt werden. Es wird also höchste Zeit, dass Sie die Bezahlung regeln. Und trotzdem lassen Sie viele Fragen offen.
Warum wird eine befristete Zulage gewählt, statt es über die Besoldungsstufen zu regeln? Wie wird mit den angestellten Rettungsdienstkräften umgegangen, die die Ausbildung bereits gemacht haben? Wie werden diese eingruppiert? Dazu gibt es im TVL keine Festlegung. Das ist Ihre Verantwortung, hier eine Entscheidung zu treffen. Was bleibt also auch mit diesem Antrag als Fazit, verehrte Damen und Herren der SPD? Sie versprechen viel, halten wenig, setzen es am Ende auch noch schlecht um. Das ist Verantwortungslosigkeit pur.